Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Sonority. Wir sind hier immer noch auf dem Weg zum Tempel des Wassers. D ist vorgegeben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall 2 hoch hier. Also ein E. Ein E, wo ist das E? Da ist das E. Nein, wir müssen sogar 3 hoch. Ein F. So, die müssten dann, glaube ich, so bleiben. F. Einer muss zumindest so bleiben. Einer muss auf jeden Fall runter. Wir müssen die beide gleich bleiben. Oder die beide, weil der ja vorgegeben ist. Und der auch. Geht's hier einen hoch? Wir haben ja einen runter. Hä? Ah, der geht in die Richtung. Moment, Moment, Moment. Also D ist der Ausgangspunkt. Hier geht's der dann 2 hoch. So, dann geht's hier hin. Der muss... Was macht er eigentlich? Fährt er raus oder was? Was macht er denn hier? C. Ah, der fährt raus. Muss auch, damit ich da hinten durchkomme. Der muss mindestens einen rausfahren. Vom F runter ist das ein E, das passt schon. So. Von da aus geht es dann weiter zu dem. Der muss auf jeden Fall ein E bleiben. Oder ein D. Ein C geht nicht, dann geht der 2 runter. Oder? Mit C geht der 2 runter, ne? Er darf einen runtergehen im Gegensatz zum C. Wäre ein D hier drin. Dann wäre da aber auch ein D. Das heißt, der würde gleich bleiben. Das geht aber nicht. Ich muss es. 2 hoch, ich muss den E reinsetzen. Ah. Muss sogar ein F reinsetzen, scheiße. Das F muss hier rein. Habe ich keine andere Wahl, damit ich hier drüber komme. Die Frage ist, muss ich hier wirklich rüber? Oder kann ich von hier, wenn nur ein hoch geht, kann ich dann... Das hier ist der. So, der muss einen runter, das war C. Kann aber auch ein E, ist scheißegal.
Meine Frage ist jetzt, ob ich. Ah, ich muss. Welchen habe ich denn jetzt soweit? Oh Mann, Leute! Nee, würde auch gehen. Aber das F ist dann doof. Aber wir schauen mal. Ich kann jetzt einfach hier rüber. Ah, genau. Jetzt bringt mich hier gar nicht weiter. Wie lange ist die Zeit? Ein G reinmache. D. Es bringt jetzt, ich muss hier hoch. Das ist der vorletzte, den muss ich irgendwie abändern. Wenn ich hier, das hier ist ja der hier. So, zwei hoch. Kann ich nichts anderes machen. Der zurück. Mindestens ein. Mehr geht auch. Also wenn ich in F reinklatsche, das funktioniert immer noch. Nee, in E. D müsste auch gehen, ne? So, wenn ich jetzt auch ein D reinmache. Ah, was war hier denn? Ein F. Kann auch ein C reinklatschen.
F ist nicht verhandelbar. Aber auf C runter, dann geht der letzte so tief runter. Ja, es geht nur ein D wäre möglich, ne? Dann geht er nicht so weit runter beim D. Nur ein. Aber von D auf D, dann bewegt der sich hier halt nicht. Ist halt auch doof. Was eine Frage ist, zum Beispiel, wenn ich nur ein hoch gehe. Ein hoch geht. Warte mal. D, E. Kann ich ein runter? Ein runterfallen kann ich. Das geht auch. So, wenn ich den hier aufs gleiche Level bringe, dann. Der ist das, ne? Guck mal, das würde gehen. Hier kann ich herlaufen. Wir haben immer das Problem mit dem E. Er geht dann zu weit hoch. Und der muss ja auf jeden Fall runter. Das wäre halt eine Möglichkeit. Und das hier ist eigentlich scheißegal. Ich kann den auch noch weiter runterpacken. Moment. D. Wo ist der denn standardmäßig? Wenn der einfach gleich bleibt auf dem D. So. Den lasse ich dann. So weit nach vorne laufen, dass ich da drüber laufen kann. Thank you.
So, das haben wir. Danach kommt D. Moment mal zurück. Danach kommt der da oben. Der muss auf jeden Fall einen runter. Das wäre ein E. Geklappt. So. Die Kalimba. Ah, okay. Hier andere Noten. Ich komme nicht mit den Buchstaben hier durcheinander. Es bräuchte echt ein anderes Layout, finde ich. So, jetzt haben wir das neue Instrument. Und jetzt können wir zurück. Die und die, mit dem kann ich jetzt da oben beim Wasserturm das Ganze lösen. Sehr schön. Da reisen wir jetzt noch hin. Und da machen wir dann Pause für eine neue Episode. So, ziemlich am Anfang hatten wir auch ein Instrument, was wir nicht ohne weiteres lösen konnten. So, wir müssen den oberen Weg nehmen. Neues Instrument. So, wir müssen einfach nur einen runter im Gegensatz zu da. Hier ist nichts. Zum Tempel des Wassers. Hier ist aber mal wieder dunkel und es schneit scheinbar. Wasser ist bestimmt gefroren. Sieht aber schick aus. Das wäre echt bis da oben hin, ey. So, gleiches Prinzip wie gerade. Ist einfach nur einen runter. Noch ist es einfach. So, hier müssen wir schon zwei runter. Da oben sind zwei vorgegeben, E und C. Warum F und D? Aber na gut, wir machen hier erstmal Pause und gehen dann in die nächste Episode über. Macht's gut, liebe Freunde. Ich bin raus. Tschüss.